Ein ganz besonderes Geschenk. Eine sehr berührende Geschichte. Hallo, hier ist wieder mal Kirsten Becker und heute möchte ich euch eine sehr schöne Geschichte erzählen, die mich so sehr berührt hat, weil sie auch mit einem liebevollen Miteinander zu tun hat und von den kleinen Wundern, die passieren können. Diese Geschichte möchte ich ganz bewusst jetzt erzählen, die ist am Nikolaustag passiert. Die kann aber auch jederzeit passieren, nicht nur um Weihnachten rum, sondern jeden Tag, wenn wir mit offenem Herzen, mit voller Freude durchs Leben gehen. Und jetzt möchte ich erzählen, was ich am 7. Dezember auf Facebook veröffentlicht habe. Ich musste diese Geschichte niederschreiben und sie berührt mich auch immer wieder im Herzen. Und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bei ganz vielen lieben Menschen bedanken, die mir so liebevoll aufgrund dieser Veröffentlichung geschrieben haben. Wenn Wunder geschehen. Ein ganz besonderes Nikolausgeschenk. Sehr berührend. Danke, liebe Ursula. Danke, liebe Postmitarbeiter aus Kiel. Dies ist eine wahre Geschichte, die meine liebe Mutti und mich sehr in unseren Herzen berührt hat. Ich veröffentliche sie heute, da die Menschen besonders in diesen Zeiten solche liebevollen, wahren Geschichten brauchen, denn dies ist ganz viel Balsam für unser Herz und unsere Seele. Ein verschollener Brief mit falscher Adresse fand nach 5 Monaten, genau am Nikolaustag, den Weg zu uns. Ein ganz großes Dankeschön möchte ich somit den lieben Postmitarbeitern schicken, die dies möglich gemacht haben und die unvollständige Adresse meiner Mutti ausfindig gemacht haben, damit der Brief bei ihr ankommt. Genau am Nikolaustag. Auch ganz herzlichen Dank möchte ich unserer lieben Ursula schicken, die wir im Sommer 2022 am Mittwoch, 29. Juni, zufällig kennengelernt haben und die für uns ein ganz lieber Herzensmensch geworden ist. Hier nun die ganze Geschichte. Habt ihr meinen Brief schon bekommen? Dies fragte uns Ursula immer und immer wieder. Nein, hatten wir noch nicht. Er blieb verschwunden und Ursula beschrieb uns, wie viel Mühe sie sich gegeben hatte, diesen Brief zu schmücken, mit liebevollen Worten zu füllen und sogar Fotos hatte sie dazugelegt von unserem 2. Treffen. Ursula war sich auch nicht mehr sicher, ob sie die richtige Adresse auf dem Briefumschlag geschrieben hatte. Nun hörten wir auch, dass es im Moment bei der Post so viel zu tun gab, dass viele Briefe noch nicht angekommen sind. Auch bei Freunden von uns war das so. Wir gaben die Hoffnung also nicht auf, dass der Brief von Ursula irgendwann doch noch ankommen würde. So trösteten wir Ursula immer wieder. Dein Brief wird schon irgendwann ankommen. Aber nach 2 Monaten gaben auch wir die Hoffnung auf. Er wird wohl für immer verschwunden bleiben, dachten wir uns. Aber zu diesem Zeitpunkt haben wir auch nicht damit gerechnet, dass es bei der Post liebe Mitarbeiter geben würde, die nicht aufgeben, auch Adressen ausfindig zu machen, wo die Postleitzahl und Wohnort fehlen. Egal, wie lange es dauern würde. So schenkt uns Ursula zu einem späteren Zeitpunkt noch die 3 Fotos, die sie dem Brief beigelegt hatte. Da sie so schön fand und uns damit eine große Freude machen wollte. Das ist ihr natürlich auch gelungen. Die Fotos stammten von unserem 2. Treffen vom Mittwoch, 6. Juli 2022. Wir kennen uns noch nicht lange, aber unser Treffen und Telefonate gaben und geben uns ganz viel Freude, Glück und Liebe. Zufällige Begegnungen können ein wundervolles Geschenk sein, gefüllt mit ganz vielen schönen Momenten, wo auch ganz viel Liebe im Spiel ist und es sich so gut anfühlt. So was Schönes entsteht, wenn wir nett zu unseren Mitmenschen sind und einfach warten, was sich daraus entwickelt, denn ein liebevolles Miteinander ist ganz leicht. Wie wir uns kennenlernten, war auch irgendwie mystisch und sollte so sein. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Zufällig saßen Mutti und ich an dem wunderschönen Nachmittag am Mittwoch, 29. Juni 2022, bei sehr warmem Sommerwetter auf einer Sonnenterrasse einer Eisdiele in Labö an der schönen Ostsee. Eigentlich wollten wir schon lange los. Es war uns einfach zu warm an diesem Tag. Aber da war etwas. So ein Gefühl, ein Impuls, was uns sagte, bleib doch noch hier. So blieben wir und bestellten uns noch was Kühles. Es war sehr viel los und alle Tische waren belegt. Nur wenig später setzte sich eine sehr sympathische Frau an den Nebentisch, der gerade frei wurde.
denn auch sie suchte einen Platz im Schatten und fand ihn neben uns unter einem Sonnenschirm. Diese nette ältere Dame fiel uns durch ihre enorme positive Ausstrahlung auf. Sie lachte uns herzlich an und so kamen wir sofort ins Gespräch. Nur wenig später baten wir sie an unseren Tisch und klönten einige Stunden, so als ob wir uns schon ewig kannten. So entstanden auch unsere ersten gemeinsamen Fotos. Ursula war genau wie ich eine leidenschaftliche Fotografin, die auch sehr gerne schöne Momente mit lieben Menschen im Foto festhält. Nur eine Woche später, am Mittwoch, 6. Juli, luden wir Uschi zu Kaffee und Kuchen ein. Es wurde wieder ein wunderschöner Nachmittag. Wir lachten sehr viel und waren sehr glücklich, dass wir uns kennengelernt haben. Natürlich haben wir an diesem Nachmittag auch wieder viele schöne Fotos gemacht. Das wirklich Wunderschöne war, dass wir den Moment genossen haben, glücklich waren, dass wir uns zufällig kennengelernt haben. Wir waren sehr dankbar für das schöne Wetter, sowie die wunderschöne Kulisse vor uns in La Boe, welche wir in vollen Zügen genossen haben. Es war aber auch ein Traum, die vielen schönen Segelschiffe zu bestaunen, die alle ihre eigene Geschichte haben und teilweise über 100 Jahre alt sind. Es war so schön, diese schönen Momente in vollen Zügen zu genießen. Wie schön das Leben doch sein kann, wenn wir uns auf die positiven Dinge im Leben konzentrieren und versuchen, das Negative um uns herum nicht an uns ranzulassen. Wir waren sehr dankbar dafür, dort im Moment zu sein, wo wir waren, und zu wissen, dass sich auch Wünsche erfüllen können, die eigentlich unerreichbar zu sein scheinen. Denn Ursula, Mutti und ich wissen, wie schnell sich im Leben was verändern kann. Wie schnell ein Leben zu Ende sein kann. So wie ich mit meinem schweren Unfall, den ich am Sonntag, 28. Mai 1995 mit meiner Vespa in Südfrankreich, Montélimar, erlebt habe, wo ich ein Nahtoderlebnis hatte. Oder wie Mutti ihre Bauchspeicheldrüsen-Krebserkrankung von 2015 überlebt hatte, ihre zwei Lungenembolien und auch ihre Herz-OP im Frühjahr 2021. Ja, all das ist auch ein ganz großes Wunder. Für Mutti und mich. Einige dieser Erlebnisse findest du auch auf meinem YouTube-Kanal. Mein Nahtoderlebnis mit der Vespa in Südfrankreich. Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs. Stöbere doch einfach mal in meinen Videolisten oder Playlisten. Lass dich da von deinem Herzen, deinem inneren Impuls leiten. Auch Ursula musste erleben, wie schnell ein Leben von einem zum anderen Moment vorbei sein kann. Ja, vielleicht verstehen wir uns aus diesem Grund so gut, da wir schon lange erkannt haben, dass wir unsere wertvolle Lebenszeit mit ganz vielen schönen Momenten füllen sollten und keine wertvolle Lebenszeit mit Menschen und Dingen vergeuden wollen, die uns nicht gut tun. Natürlich haben wir auch noch Dinge erlebt, die nicht so schön sind und wir uns oft fragen, warum es immer noch Menschen gibt, die anderen Menschen so viel Schmerz und Leid zufügen. Aber warum sie dies tun, darauf werden wir wohl nie eine Antwort bekommen. Dabei ist ein liebevolles Miteinander so leicht und würde dies jeder beherzigen. Ja, dann hätten wir eine Welt mit ganz viel Liebe, Frieden, Harmonie. Und bis es soweit ist, freue ich mich, wenn ich mal wieder so kleine und auch mal große Wunder erleben darf, so wie heute, wo wir ein ganz besonderes Nikolausgeschenk bekamen. Den verschollenen Brief von Ursula, der vom 8. Juli 2022 war, abgestempelt wurde am 10. Juli. Er war so liebevoll geschrieben und verziert, wir waren sehr berührt, als wir ihn sahen. Nun konnten wir auch verstehen, warum Ursula so traurig war, dass wir ihn nicht bekommen hatten. Und ja, es fehlte wirklich der Wohnort. So standen nur die Namen, die Straße mit Hausnummer meiner lieben Mutti auf dem Briefumschlag. Aber der Wohnort und die Postleitzahl fehlten. An dessen Stelle stand die Telefonnummer von Mutti. Ja, wir haben wirklich herzhaft mit Ursula darüber gelacht. Sie konnte sich einfach nicht erklären, wie ihr dies passieren konnte. Ach ja, du fragst dich bestimmt, woher Mutti und ich wissen, dass die Postleitzahl und der Wohnort fehlten. Es ist doch ein Aufkleber mit der vollständigen Adresse an der Stelle der unkorrekten Adresse. Nun, Mutti hielt den Briefumschlag vor eine Lampe und ich legte noch einen drauf. Ich leuchtete mit einer Taschenlampe von innen dagegen. Dieses Licht machte dann alles sichtbar und es war genau zu sehen,
was die Ursache war, warum Ursulas Brief 5 Monate gebraucht hatte, ehe er ankam. Es ist wirklich ein Wunder. Es ist schon putzig, wie manche Fehler passieren, die wir uns später nicht erklären können. Aber wer weiß, manches muss halt eben passieren. Denn wäre es nicht passiert, hätten Mutti und ich nicht dieses ganz besondere Nikolausgeschenk erhalten. Und ich würde nicht diese Geschichte schreiben. Danke, liebe Postmitarbeiter aus Kiel, dass ihr nicht aufgegeben habt, die richtige Adresse ausfindig zu machen, egal wie lange es gedauert hat. Ihr habt uns damit eine ganz große Freude gemacht. Danke. Diese Geschichte darf sehr gerne geteilt werden. Ich werde sie auch noch als Podcast veröffentlichen, was ich ja in diesem Moment mache. Wunder können geschehen, wenn ich daran glaube, dass es Wunder gibt. Ich wünsche allen lieben Menschen eine friedliche und besinnliche Weihnachtszeit und danach, nach Weihnachten und Neujahr, sollen alle Tage, die danach kommen, gefüllt sein mit vielen Glücksmomenten, mit ganz viel Liebe, Frieden, Harmonie. Lieben Gruß von Kirsten. Nikolaus, 6. Dezember 2022 um 17 Uhr habe ich dieses Erlebnis aufgeschrieben. Veröffentlicht am Mittwoch, 7. Dezember 2022 um 17.07 Uhr. Ja, solche wunderschönen Geschichten könnten uns jeden Tag passieren, wenn wir uns auf das Positive konzentrieren. Das tolle Hintergrundbild habe ich ganz bewusst gewählt, beziehungsweise es ist mir angezeigt worden. Und wenn ich dann sehe Europa und den schönen Stiefel von Italien, dann erinnere ich mich immer wieder gerne an meine tollen Vespa-Reisen, die ich gemacht habe. Und wenn ich das jetzt aus dem All hier betrachte und sehe, wo Kiel liegt, ganz oben im Norden von Deutschland, und die eine Tour, die ich gemacht habe mit Clubkameraden runter nach Bientina, das liegt in der Nähe von Pisa, Italien, oberhalb von Italien. Dann sind wir wieder zurückgefahren nach Kaiserslautern zur Eurovespa. Und danach bin ich nochmal mit Barney den ganzen Stiefel runtergefahren, um dann unten überzusetzen nach Sizilien, wo wir dann das Straßenrennen, die Dei Tremare auf Sizilien mitgefahren sind. Und von da aus nach der Woche sind wir dann mit der Fähre hochgefahren nach Genua. Und von Genua hatte ich dann das große Glück, mit Freunden mitzufahren. Die hatten in der Schweiz dann ihr Auto und Hänger stehen. Da habe ich dann verladen bis Frankfurt. Und von Frankfurt bin ich dann wieder nonstop nach Kiel gefahren. Oder die ganzen Touren, Mittelmeerküste, um Korsika, Spanien, Frankreich. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Einen kleinen Eindruck kannst du vielleicht erhaschen. Ich verlinke das hier nochmal mit meinem schönen Kurzvideo. Und zwar heißt das Vespa-Fieber – Freiheit auf 2 Rädern, welches ich am 12.01.2021 auf meinem YouTube-Kanal veröffentlicht habe. Obwohl ich jetzt überlege, wenn ich jetzt dieses schöne Bild von der Erdkugel sehe, vielleicht ist das auch nochmal ein schönes Erlebnis, darüber zu erzählen. Und du darfst dich freuen, am 01.01.2023 möchte ich mein weiteres Video veröffentlichen. Wir leben ewig, Begegnung mit Verstorbenen habe ich vor 10 Jahren veröffentlicht und da folgt auch etwas Schönes, da kannst du dich darauf freuen. Im Anschluss möchte ich noch meine neue große Leidenschaft zeigen. Ich möchte mit diesen kleinen Engelchen Freude bringen und diese Engelchen kannst du bei mir erwerben. Du bestimmst, was die Engel dir wert sind und ich schicke sie zu, dir zu. Der Erlös dieser Engel kommt meiner lieben Mutti zugute. Diese Zeit ist nicht leicht, besonders auch für die älteren Menschen nicht, die ihr Leben lang gearbeitet haben und jetzt von einer kleinen Rente leben müssen. Und die Lebenserhaltungskosten sind sehr, sehr teuer geworden. Ich habe noch sehr viele Ideen im Kopf. Mal sehen, was ich da noch Kreatives zustande bringe. Das sind alles Engel mit Herz. Engel mit Herzflügeln, mit Flügeln, wo ein Herz drauf ist, Herzen im Inneren und sind mit ganz viel Liebe gemacht. In diesem Sinne schicke ich euch ganz liebes Grüße und freut euch auf 01.01.2023
Da werde ich ein neues Video hochladen zum Anlass von meinem 10-jährigen Jubiläum nach der Veröffentlichung. Wir leben ewig, Begegnungen mit Verstorbenen. Zu dem damaligen Zeitpunkt bin ich auch meinem Inneren gefolgt, meinem inneren Impuls, meinem Gefühl, um dieses Video zu veröffentlichen. Ich hätte niemals gedacht, dass es so erfolgreich wird, dass nach der Veröffentlichung 2018 sogar diese Erlebnisse in der Tina abgedruckt wurden mit weiteren lieben Menschen, die ähnliche Erlebnisse hatten. Aber ich will nicht vorgreifen, lasst euch überraschen. Und jetzt sage ich lieben Gruß von Kirsten, lasst euch knuddeln, ich schicke euch ganz viel Liebe. Und heute haben wir Dienstag, den 20. Dezember 2020. Mal schauen, vielleicht veröffentliche ich diesen Podcast am 22.12.2022. Mal schauen. Oder vielleicht am 24. Ach ja, ich wurde gefragt, warum ich keine Videos mehr drehe. Ja, meine Videokamera ist leider kaputt gegangen und mit meiner digitalen Fotokamera kann ich nur ganz kurze Sequenzen filmen und drum mache ich eben halt diesen Podcast. Ist ja auch ganz schön. So, jetzt würde ich aber sagen, jetzt sag ich Servus, auf Wiedersehen, mach's gut und lieben Gruß von Kirsten. Ich umarme euch und schicke euch ganz, ganz viel Liebe und ganz, ganz viel Glück raus. Und ja, danke, danke, danke auch für eure lieben Mails und Kommentare, weil ich hatte ja überlegt aufzuhören, aber mir wurde gesagt, mach weiter, wir lieben deine Videos, deine Fans lieben deine Videos, drum mache ich weiter. So. Herzliche Grüße von Kirsten und jetzt aber, jetzt sage ich Tschüss.